Eingang bist, bremst du vorsichtig. Und bleibst vor der Tür stehen, einverstanden? Aber ich kann nicht bremsen, ich komme nicht ans Pedal. Das macht nichts. Fahr einfach nach links und halte das Lenkrad fest. Meine Güte. Und wenn wir vor dem Haus angekommen sind, schaltest du in den Leerlauf und ziehst die Handbremse. Na, das ging doch wunderbar. Julie, das ist Laura, die Tochter von Jean-Pierre. Guten Tag, Laura. Guten Tag, Julie. Das war sehr gut. Und ich bin Henri Vaillant, der Großvater, der sich von diesem kleinen Biest an der Nase herumführen lässt. Bevor du fahren lernst, musst du erst mal hören lernen, was ich dir sage. Aber ich kann doch schon fahren. Na schön, dann musst du ja nur noch hören lernen. Die Versicherung hat keine Erklärung für das Feuer im Auto. Deshalb haben wir das Wrack überführen lassen. Vielleicht hat José eine Idee. Ja, José, was sagen Sie dazu? Proteus-Kristalle. Wenn die im Benzin sind, dann fährt das Auto nicht mehr weiter. Das ist nicht gefährlich, solange die Kristalle im Tank bleiben. Nur wenn sich das Auto überschlägt und sie irgendwo mit Strom in Kontakt geraten, dann... Naja, bumm. Und wie kann es sein, dass sich die Kristalle im Tank befunden haben? Ich weiß es nicht. Von selbst sind sie nicht reingekommen. Gabriel. Und hier ist Steve. Das bist du und das hier ist Giulio. Er bremst in den ersten Runden bei 80 Metern. Und dabei helfen ihm die Markierungen. Er sieht nur noch die Markierungen. Aber das ist schlecht, denn dreht der Wind, hat er ihn im Rücken. Dann sind 80 Meter zu kurz. Und er fährt geradeaus. Und wo bist du?